Tafel, das ist für mich natürlich das schönste Instrument, optisch. Das ist unbestritten, glaube ich. Es gibt kaum ein Instrument, wo man den direkten Kontakt hat. Zum Beispiel die Streichinstrumenten haben einen Bogen dazwischen, Pianisten gibt es diese Hammer. Wir greifen die Saiten, wir können wirklich spüren, ich umarme meine Harfe. Es ist wirklich, glaube ich, eine körperliche, eine physische Beziehung zu dem Instrument, was wirklich einzigartig ist. Ich bin sehr froh, dann alle Facetten von meinem Kunst jetzt vorstellen zu dürfen. Und dass man wirklich jetzt alles präsentieren kann, ist einfach eine unglaubliche Gelegenheit, besonders als Harfenist. Die Königin Marie-Antoinette hat Harfen gespielt und dann sind alle Harfenisten aus ganz Europa nach Paris oder nach Versailles, besser gesagt, dann gekommen und haben für die Königin geschrieben. Damals bei diesem Konzert spirituell in Paris, das waren so die symphonischen Konzerte, waren mehr Harfenisten als Solisten, als Pianisten. Und diese Literatur ist zum Großteil verloren gegangen, weil meistens von Harfenisten geschrieben wurden. Und deswegen habe ich dann dieses Projekt entwickelt. Und es war sehr, sehr interessant, da Harfenwerke auszugraben. Spanische Musik liegt mir wirklich am Herzen. Es ist eine Musik, die sehr gern, sehr, sehr gut mit Harfe passt. Harfe spielt eine große Rolle in der Volksmusik in Spanien, in Südamerika. Und ich habe gewusst, wenn ich das mit Lucero mache, dann wäre es wirklich vom Charakter, vom Stil, kann es nicht schief gehen. Ich habe gewusst, es wird funktionieren. Weil die Kastagnetten gibt es dann diese Impulse, diese Strafe, diese Härte, die perfekt die Harfe ergänzen. Und Lucero ist ein Phänomen. Das muss man wirklich auf der Bühne erleben. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass sie jetzt beim Festival dabei ist. Und ich glaube, es wird auch ein großes Erlebnis fürs Publikum. Es gibt ein paar Werke für Harfe, die ich wirklich sehr gerne habe, die ausdrücklich auf einem Gedicht oder auf eine Geschichte komponiert worden sind. Und ich hatte schon lange die Idee, das mit einer Schauspielerin zu machen. Dann haben wir Martina Gedeck angesprochen und sie war sofort angetan von der Idee. Es ist eine sehr intensive Geschichte, grausame Geschichte zum Teil, von Edgar Poe, Oscar Wilde, die eine unglaubliche Dramatik und Spannung haben. Und die Musik unterstützt dieses fantastische Charakter. Und ich glaube, es wird ein sehr spannendes Programm. Perfektion ist für mich immer auf der Suche zu sein. Das heißt, sich nie richtig zufrieden geben. Und ich versuche, weniger kompromisslos mit mir zu sein, manchmal. Weil ich war so oft unzufrieden oder immer danach habe ich gesagt, nee, das ist noch nicht so, wie ich es möchte. Und danach habe ich eine Aufnahme gehört und da war ich, das war doch wunderbar. Und weil man wird so kritisch mit sich selbst, dass man sich selbst im Weg stehen kann. Also ich finde, diese Suche nach Perfektion ist wichtig. Wir sind immer, wir haben diese Ideale und wir werden noch nie darauf verzichten. Aber ich versuche jetzt manchmal auch ein bisschen mehr Verständnis und Geduld mit mir selbst zu haben.